Es ist sowas wie das jährliche große Familientreffen der Hacker-Community. Hier wird programmiert, debattiert und neue Netzwerke aufgebaut. Nicht nur digital, sondern ganz in echt. Beim Hacker Communication Kongress. Dieses Jahr zum ersten Mal in Leipzig. 15.000 Teilnehmer werden erwartet. Ja, wir sind ja mehrfach umgezogen mit dieser Veranstaltung und sie ist auch jedes Mal gewachsen dabei. Und natürlich hatten wir auch Respekt vor diesen ziemlich großen Messehallen. Aber bisher scheint sich die Masse an Leuten, die hergekommen ist, ganz wohl zu fühlen. Und damit die Hacker hier alle auf ihre Kosten kommen, wurde wieder eine eigene Kommunikationsinfrastruktur aufgebaut. Vom schnellen Internet sogar bis zum eigenen Handynetz. Aber auch die analoge Post ist nicht ganz out. Ein Thema des Kongresses, der Netzausbau. Auch in Sachsen gehe es gerade im ländlichen Raum schleppend voran. Aber auch die Cybersicherheit ist ein Thema. Allein in diesem Jahr wurde auf Bundesebene ein Gesetz verabschiedet, das die Überwachung von Messenger-Diensten wie WhatsApp durch sogenannte Staatstrojaner ermöglicht. Wir sehen vor allen Dingen, dass im Bereich des staatlichen Hackens da eine grundsätzliche Problematik darin besteht, dass man, wenn man selber als Staat hacken will, ein Interesse haben muss, dass Sicherheitslücken nicht geschlossen werden, weil die ja selber nutzen. Und diesen Spagat, den kann man eigentlich nicht auflösen. Den kann man nur so auflösen, dass man diese Form von Spionagesoftware und Schadsoftware, die der Staat selber auf die Geräte bringt, unterbindet. Eine gesellschaftliche Debatte sei deshalb überfällig, meint der Chaos Computer Club. Doch bis Samstag werden die Hacker Tag und Nacht die Messehallen belagern.